Die Weltmeisterschaft über 10 Tänze war damit entschieden. Aufgrund des Vorsprungs aus der Standardrunde und dem Gewinn des Jives in den lateinamerikanischen Tänzen konnten Michael und Patsy Hallkogel aus Osnabrück ihren Titel verteidigen. Die Sieger verabschieden sich mit dem Ehrentanz. Aus England an dritter Position. Sehen, oder? Ja, Michael und Patsy Hall, herzlichen Glückwunsch zur momentanen Führung. Sie werden frenetisch angefeuert hier von Ihren Fans, vom Publikum. Wie gehen Sie jetzt eigentlich in die Lateinrunde rein? Eher defensiv oder voll auf Angriff? Wie muss das aussehen? Patsy, bleibt. Wir gehen ganz offen in diese Endrunde rein. Wir werden also einfach so tanzen, wie wir uns fühlen. Patsy, Sie haben einen kleinen, wenn auch sehr charmanten englischen Akzent. Ihr Bruder spricht perfekt Deutsch. Wie kommt das? Wir leben schon seit etlichen Jahren hier in Deutschland. Ja. Und natürlich kommt es auch dazu, dass wir auch in der Zeit, wo wir hier leben, auch einen Deutschlehrer, Deutschlehrerin haben, ja, damit wir es auch sehr gut beherrschen, die Sprache, wo wir in dem Land auch leben. Ja. Welches ist Ihr stärkster Tanz in den lateinamerikanischen Tänzen? Auf welchen sollen wir persönlich jetzt am meisten achten, wenn Sie beide tanzen werden? Ich glaube, wir lieben alle Tänze gerne. Also speziell vielleicht der Cha-Cha. Michael, bei Ihnen? Vielleicht, wir lieben alle Tänze gerne. Sie können auch gerne den Cha-Cha-Cha aufnehmen oder die anderen Tänze. Okay, dann wollen wir jetzt nicht weiter die Veranstaltung unterbrechen. Ich wünsche Ihnen viel Glück.